mit Rosenkohl. 34 Mark 49. Mark? Mark, das ist ja hey, was günstig. Das ist günstig. Mittagspause und wissen noch nicht so recht, was wir ausfressen sollen. Was wir anstecken wollen. Also diese Treppe ist wirklich lebensgefährlich. Die ist mehr. Ganz ehrlich, ja, die ist, du kannst nicht richtig mit dem Fuß, weißt du, gerade wenn man so große Füße hat wie ich, stößt du immer hier gegen und dann ist es schwierig. Und dann ist es, ja, eigentlich hätten die Treppe weiter hier hinbauen können, ne? Geht nicht. Das war die Tür, ja. Das stimmt, ja, so ein kleines Stück. Nein. Oder meinst du, dass so der Dachdecker dabei gehen kann und zündet sich da eben eine Kerze an oben drauf und sagt, du musst da schön gemütlich, du könntest besser arbeiten. Die grauen Haare sprießen, ich muss ihm das eine rausziehen. Ich krieg das nicht. Da hast du keine Haare mehr auf dem Kopf, wenn du damit anfängst. Ein graues Haar hier. Genau. Das stand hier gerade so ab. Ja, es geht. Was? Heute. Was ist los? Nichts ist los. Stressig jetzt schon wieder. Kurze, ja, wie, kurze Pause. Ja, halbe Stunde haben wir eine Pause. Das ist ja alles wegen Corona. Haben wir die Pausen angepasst und Arbeitszeiten anders und hier und da und. Kontakte zu Minim. Ab nächster Woche werden wir jetzt jede Woche. Ich sitze ganz alleine im Büro. Ja, wir haben Ausweichbüros. Ich bin richtig so vereinsamt. Das sind provisorische Ausweichbüros. Da existiert eigentlich nichts, bis auf unseren Schreibtisch. Ja, das sind praktisch einfach nur Räume, wo nur ein Schreibtisch drin steht. Und ein PC. Uns weiter zu streuen. Aber ab nächster Woche geht ja das Geteste los. Ja? Ja. Bei uns? Ja. Ach, deswegen ist das hier jetzt gerade so blöd mit dem Sitz. Jede Woche getestet. Wirklich? Die kosten doch die Tests. Hier nützt ja nichts. Ist aber ja so vorgeschrieben jetzt. Sagt Mama Merkel ja. Testen. Wird das halt getan. Ja, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Also, wir wechseln ja die Plätze immer. Morgen sitzen wir wieder auf unserem alten Platz. Aber ich vereinsame da so ein bisschen. Also, ich kann mich nicht unterhalten mit irgendjemandem. Ganz komisch. Manuel sitzt ein Büro weiter. Und das ist so schön ruhig. Ich zeige euch das nachher mal, wie Manuel das sitzt. Das ist so schön ruhig. Auf jeden Fall ist es jetzt ja so. Wann kommt dieses Video jetzt online grob? In wie vielen Tagen? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ich bin ja etwas verwirrt über die Beschlüsse von Güsten, was die da jetzt gestern so beschlossen haben. Was in drei Teufelsnamen hat die dabei denn geritten? Gründonnerstag kriegen wir jetzt alle frei, beziehungsweise sollen nur systemrelevante Berufe arbeiten, wobei wieder keine Definition dabei ist, was ist jetzt wirklich systemrelevant und was nicht. Es kann sein, dass dieses Video kurz vor Ostern kommt. Da musst du jetzt ein bisschen zusehen, das muss jetzt vor Ostern kommen. Ja, so. Dann kommt das vor Ostern. Aber der Einzelhandel, der Gründonnerstag jetzt zumacht, weil wir ja den Karfreitag als freien Tag haben, soll am Samstag aufmachen, wo die ganzen, ich benutze dieses Wort jetzt nicht, weil dann wird das Video wahrscheinlich gesperrt, diese ganzen Menschen, die sonst sich schon an nichts halten können, die gehen jetzt Samstag, Ostersamstag gehen die jetzt alle einkaufen, damit die für die zwei Tage was zu essen haben. Das heißt also, ein normal denkender Mensch ist nicht in der Lage, fünf Tage vorweg zu planen. Nee. Und was passiert nach Ostern? Was haben wir jetzt zwei Wochen nach Ostern? Einen ganzen Stapel Infizierter und dann geht das doch genauso weiter. Mensch, Leute. Also wir werden auf jeden Fall nicht einkaufen gehen. Wir bestellen wahrscheinlich Essen.
Was heißt, wir bestellen Essen? Wir bestellen unseren Einkauf bei Multi. Beziehungsweise, die liefern ja auch. Auf jeden Fall so planen, dass wir für die komplette Woche alles, was Essen und Trinken ist, zu Hause haben. Mhm. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir bestellen jeden Tag Essen. Wir bestellen einmal einen großen Einkauf, sodass wir zu Hause alles haben. Wir haben auch schon überlegt, bei HelloFresh zu bestellen, aber da hast du gleich wieder so ein Abo am Arsch und da habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, und was mich da jetzt gerade ein bisschen ärgert bei HelloFresh, ich wollte gucken, was es für Gerichte gibt, weil sonst hätte ich das jetzt mal wieder gemacht. Aber mich ärgert ein bisschen, dass ich nur sehen kann, welche Gerichte anstehen, wenn ich schon auf jetzt kaufen geklickt habe. Was soll das? Ich kann doch nicht jetzt kaufen und dann erfahre ich erst, was es für Gerichte gibt. Wo kommen wir da hin? Komisch, das war früher auch nicht so. Da konntest du dir die Gerichte angucken und dann... Also ich muss dazu sagen, es machen ja alle diese Werbung für HelloFresh, ne? Und wir haben schon HelloFresh gemacht. Da kannte das noch keiner. Da kannte das noch keiner, Leute. Es gibt sogar ein Video hier auf dem Kanal. Da haben wir das auch mal ausgepackt. Ich glaube, da waren die gerade am Start, HelloFresh. Das war ganz zu Anfang und da hatten wir noch ganz viele Probleme, aber... Es war nicht schlecht. HelloFresh ist echt gut, wenn du die Zeit zum Kochen hast. Und bei uns war nur das Problem, Chefin macht das zum Beispiel seitdem wir das gemacht haben. Ewig. Ich glaube seit 2015 würde ich fast behaupten. Bestimmt 5-6 Jahre. Und das macht die jede Woche, weil sie kann sich das besser einteilen, weil die dann mittags kochen kann. Und bei uns war echt das Problem manchmal. Dann habe ich gesagt, oh, die Steaks, die will ich morgen essen. Und dann hat sich alles verzögert und dann waren wir irgendwann um 8, halb 9 zu Hause. Dann stellst du dich nicht mehr um 8:30 hin und schälst Kartoffeln. Dann schiebst du das auf und nochmal. Und dann haben wir zum Beispiel mit Hähnchen gehabt. Das ist so schlecht geworden. Wie er geguckt hat gerade. Das ist so schlecht geworden. Das war überhaupt ganz doof. Du hast da vorne was an der Kamera. Da hast du irgendwas eingeklemmt. Auf jeden Fall war das doof und deswegen haben wir das mal aufgehört. Was hast du da getan? Was hast du da gemacht? Irgendwo gegengehauen. So, ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Was guckt er jetzt denn so? Nee, guck ihn doch nicht an, du lass ihn doch in Ruhe. Ich wink ihm gleich, wenn er nochmal guckt. Der ist ein bisschen verwirrt, weil er sich sagt, was geht da ab? So. Ach, scheiße. Manchmal. Ist das dann schwerer? Dann kannst du ja schon mal bezahlen. Ich lass mir dann ein Brötchen schmieren. Ich brauche was Festes. Ich kriege immer Bauchschmerzen von, wenn ich nur Salat esse. So, für mich gibt es nur ein Brötchen. Und ich habe mich jetzt gerade schon wieder gefragt, wie man so eine Tomate schneiden kann. Und wieso sind da denn... Guck mal, und wie viel Käse da drauf. Stücke Käse drauf. Ach Leute, Mann. Das ist doch nicht normal. Was soll ich denn mit so viel Stücke Käse auf einem Brötchen? Kann ich wieder die Hälfte? Die nimmt Manuel mir bestimmt ab. Ich habe noch nie gesehen, dass Manuel Käse gegessen hat. Ach Leute, ich muss erstmal ausmachen. Ich muss mir erstmal mein Essen hier zurecht friemeln. Es riecht ein bisschen muffig hier im Auto, ne? Ja, ist mir auch aufgefallen, gerade als du reingekommen bist. Du könntest das mal wieder waschen. Was? Was? Dich? Guckst du? Oh, hast du meinen Magen gehört? Das riecht erst muffig, seitdem du hier gesetzt hast. Du hast meinen Magen gehört? Nee, weißt du warum? Weil wir hier drin immer essen. Da also, ich habe schon eine Menge. Aber ich weiß nicht, wie man das schafft. Lass uns nicht immer meckern. Wir müssen jetzt zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ich verstehe nicht, wie man das schafft, einen geschmacksneutralen Bohnensalat herzustellen. Das gibt es, Manuel. Das Stopp. Nee, ich will jetzt keine Bohnen. Nee, ich will auf mich dann malen keine Bohnen. Das ist Bohnensalat. Probier. Das schmeckt nach Wasser. Genau. Schmeckt nach einfach nichts. Oh Mann. Ich finde das schon teuer jetzt. 9 Euro für... Die beiden Salate. Was ist da? Du hast 3,50 Euro für ein belegtes Brötchen bezahlt. Ich habe aber noch einen Mini-Amerikaner. Warum? Weil ich immer so einsam bin nachmittags. Hä? Das ergibt mir überhaupt keinen Sinn. Nee, ist egal. Dann lass mich mit dem Amerikaner. Lass mich einfach. Wolltest du auch heim? Ich wurde erstmal gar nicht gefragt. Und wenn ich gefragt worden wäre, ich hätte ich nein gesagt. Einen. Nee. Wieso hättest du aber nein hast gesagt? Hast du nicht so groß getönt, dass du auf irgendwie Diät bist? Mhm. Jetzt gerade auf. Heute Abend muss ich meinen Workout machen. Und jetzt isst du Nudelsalat mit Dressing? Ja, warum esse ich das wohl? Soll ich euch mal zeigen, was ich mir noch für einen Salat geholt habe?
das ja, aber hier. Wieso hast du denn Dressing? Da ist fast nichts drin. Drei Nudeln, sei doch immer ganz kurz ruhig. Drei Nudeln und vier Kartoffeln. Wieso ist Dressing auf dem Nudelsalat? Weil der auch nach nichts schmeckt. Da steht Salz. Da steht Tomatensalz. Habe ich nicht gesehen. Kräutersalz, Salz, Pfeffer, da steht alles. Ja, dann lass mich jetzt erstmal essen. So. Du bist mir ein Wesen. Ich bin kein Wesen, ich bin deine Frau. Hallo? Ihre Bestellung bitte. Schnitzel mit Kartoffelsalat, halbes Hähnchen mit Pommes, Currysoße, einmal Bohnensalat und was zu kiffen. Was zu kiffen haben wir noch? Ja. Bohnensalat ist schlecht. Dann nehme ich zweimal kiffen, kein Bohnensalat, okay. Aber dafür eine Gemüsesuppe. Ja, mit Rosenkohl. Mit Rosenkohl. 34,49 Mark? Das ist ja hey, was günstig. Das ist günstig. Ne? Das ist so im Reiderland, wenn man von Reiderland weg ist, die verkaufen alle nur Drogen. Das habe so ich mal. So sehen Menschen aus dem anderen Land. Man sieht dich gar nicht. Aus dem anderen Land. Aus dem anderen Land. Und jetzt noch mal dazu gesagt, das ist nicht normal. Das ist normal. Das schon wieder. Rheinländer-Elite. Hatten wir schon wieder eine wilde Diskussion unter dem vorletzten Video, dass Rheinländer ja doch eigentlich ganz normal sind. Rheinländer sind nicht nur normal. Die sind im anderen Gebäude, wir haben hier gar keinen Kontakt zu den Rheinländern. Ja. Nee, aber Rheinländer, das ist eine Spezies für sich. Besser geht das gar nicht. Seht ihr, Spezies für sich. Das ist ja, wie Homo sapiens in dem Glauben. Und lass der Neandertaler und dann gab es die Rheinländer. Lass sie. So. Ich vermisse dich. Ciao. Aua. Pass auf, Henry Cavill. Die Tür hat mich angegriffen. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Wolltest du nur eine Hälfte von dem Amerikaner abhaben? Das ist ein Mini-Amerikaner. Der ist auch schon auf. Zu spät. Aber die Monitore finde ich schön. Wir haben ja sonst schwarze und jetzt haben wir hier weiße, ne? Ja, wie gesagt, ansonsten ist hier nichts in diesem Raum. Einfach nur ein Schreibtisch, weil es einfach nur vorübergehend ist. Ne? Und eine sehr schöne Aussicht. Mhm. Oh, er hat ein Höhlen. Das ist ein schönes Licht. Du hast wenigstens einen Mülleimer, den habe ich nicht. Und den hast du gerade widerrechtlich benutzt. Ich habe Feierabend, bin zu Hause. Manuel ist noch unterwegs, der ist noch was am Arbeiten. Ich habe mich jetzt schon mal umgezogen, denn ich muss jetzt mein Auto sauber machen. Der muss am Wochenende zum TÜV. Und der muss wirklich jetzt picobello sauber gemacht werden, weil der ist von innen echt ja, nicht so ansehnlich, weil der stand jetzt ja auch ein paar Wochen. Im Lockdown zum Beispiel habe ich ihn überhaupt nicht benutzt, weil ich ja auch das Haus fast gar nicht verlassen habe. Und ja, dann mussten wir wieder arbeiten und dann hatte ich die gleichen Arbeitszeiten wie Manuel und habe das Auto fast gar nicht benutzt. Also steht wirklich seit 2 Monaten fast unbenutzt. Vielleicht bin ich 2-mal damit gefahren. Ja, und jetzt will ich den fertig machen. Dann fahre ich am Wochenende zum TÜV. Ich hoffe, es klappt alles, dass der durchkommt. Ja, und ich muss jetzt wirklich starten, denn sonst wird es gleich dunkel. Ich will den auf jeden Fall richtig schön fresh machen, schön saugen und dann alles auswischen. Kofferraum muss ich auch unbedingt, da habe ich die ganzen Teile, habe ich mir schon hier auf die Terrasse gestellt. Die muss ich gleich nochmal alle absaugen und dann will ich die richtig schön schrubben. Guckt euch mal die Matten an, das sieht aus, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch alles vernünftig sauber kriege. Naja, dann will ich mal starten jetzt. Ich nehme euch jetzt auch nicht mit, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich muss nämlich jetzt echt Gas geben. Für wen sind die denn? Für mich. Für dich? Für mich. Du hättest jetzt auch mal was Liebes sagen können, ne? Ich habe mir Tulpen gekauft. Nein, er labert. Er kann vor der Kamera einfach nicht romantisch sein. Gleich, wenn die Kamera aus ist, sagt der Schatz, ich habe dir auch Tulpen mitgebracht, die sahen so schön aus. Hör auf, so zu übertreiben, der glauben die Leute das noch. Ja, das ist wirklich so. Das können die mir ruhig glauben.
die sahen so schön aus, die Tulpen. Ich habe dir wieder, die anderen waren ja nichts mehr. Ich habe dir wieder Tulpen mitgebracht. Du brauchst nicht immer so machohaft tun. Ich tue nicht. Auto ist übrigens jetzt sauber, ne? Das wurde immer Zeit. Das wurde ja auch wohl mal Zeit, ne? Über eine Stunde habe ich gebraucht. Wohl mal Zeit, oder? Ja. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass er durch den TÜV geht, ne? Ich gehe mal davon aus. Was machst du da? Hier. Wofür sind die denn, die Stecker? Da, austauschen, hinten bei der Lampe. Wieso bei der Lampe? Ich habe doch den Stecker da. Ja, davon hast du aber noch. Ach so, auch für die Lampe? Ah. Super. So, ich pack mal weg hier, wa? Wenigstens einer mit. Hast du noch mehr eingekauft oder ist das alles jetzt? Okay. Und was hast du uns jetzt denn noch gezaubert? Keine Ahnung. Alles, was wir noch hatten, reinhauen. Auflauf. Reis, Gyros, Tomate, Peperoni. Paprika. Und Brot, ne? Aber wir sagen tschüss, ihr Lieben, für heute. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.